Willkommen zurück zu Pokémon Bloody Platinum. Wir sind angekommen in Ewigenau und ich werde mir diesmal in diesem Part ein neues Teammitglied holen. Ich habe mich für ein Teammitglied entschieden, aber zuallererst mal will ich Ewigenau durchschnudeln, denn hier gibt es noch das Fahrrad und jede Menge anderes Zeug. Ich werde mal jetzt jedes Haus erkunden, was es so bislang gibt. Das ist mehr so handwerklich, sehe ich gerade. Auf zu den Schätzen! Ich bin aus Erzeling. Ich arbeite dort im Bergbaumuseum. Der Untergrundmann hat mir Tipps gegeben, wie man Schätze und Sphären ausgraben kann. Und bevor ich loslege, gebe ich dir einen Tipp an dich weiter. Während des Grabens siehst du manchmal dunkle Steine. Sie sind sehr hart. Wenn du sie oft schlägst, bricht die Wand zusammen. Vergiss es nicht. Dann kannst du in Windeseile Schätze sammeln. Okay, das ist der Untergrundmann, also... Ich bin der Erste, der im Untergrund Tunnel gegraben hat. Man nennt mich den Untergrundmann. Also nenn auch du mich so. Ich habe ein Geschenk für dich. Setze es mit Verstand ein. Den Forschersack. Eieiei. Das ist der Sack des Forschers, ne? Also, ne? Dieser Forschersack bringt dich in den Untergrund, wann immer du willst. Du musst ihn nur verwenden und schon bist du in den Tunneln. Der Untergrund ist eine ganz andere Welt. Dort kannst du dies, das und jenes tun. Lass dich überraschen. Ich kann dir beibringen, ein guter Höhlenforscher zu werden. Und, bist du interessiert? Nein! Ich hatte gehofft, dir mal Wissen über die Geheimnisse der Untergrundtunnel weitergeben zu können. Aber ich kann dich ja nicht zwingen. Das ist aber deine Entscheidung. Niemand versteht mich. Ja, Mann, andermal, Kerl. Ich finde immer nur Panzerfossilien. Mein Freund kriegt dafür immer zu Kopffossilien aus. Wie so denn bloß. Aber das Schlimmste auch nicht. Wir können ja einfach tauschen. Ich gebe dir mein Pokémon. Ich gebe einfach einem Pokémon ein Panzerfossil und tausche es gegen ein Pokémon meines Freundes. Die Tunnel im Untergrund führen überall hin. Besuche sie mit deinen Freunden, indem du die drahtlose DS-Datenübertragung verwendest. Ja, Mann, später, irgendwann. Okay. Mit Team Galactic, mit den Leuten in der Stadt, haben wir ja schon getalkt. Was ist das denn? Das müsste der Fahrradladen sein. Radlreiners Radladen. Schnell und zuverlässig. Wie war das? Thomas Helmers Fahrradhelmgeschäft? Aber ist keiner da, oder was? Der Manager ist zum Gebäude des Team Galactic gegangen. Aber er ist noch nicht zurück. Was hält ihn nur so lange auf? Was? Wie bitte? Müssen wir erst das machen? Weil ich wollte eigentlich radeln zu meinem nächsten Teammitglied, um schneller dort anzukommen, aber... scheinbar nicht so. So viele Häuser gibt's hier gar nicht. Also, so viele Häuser, die wir rein können, gibt's hier nicht. Oh, hier ist ja was los. Auch mal für die Quote, warum nicht? Und jetzt gelangen wir wieder, oder war das der Fahrradweg da? Dieser komische Fahrradweg da. Ja, ja. Der Radweg ist nicht für Fußgänger. Setz dich bitte auf ein Fahrrad. Nein. Okay. Okay, okay, okay. Hier ist die Arena. Hallo? Hallo, ich bin Silvana, die Arenaleiterin dieser Stadt. Der letzte, der mich herausforderte, war so ein ungestümer junger Kerl. Du kennst ihn, er hier ist Rika. Er hat dich schon angekündigt. Seitdem er gesagt hast, dass du auf dem Weg hierher bist, bin ich ganz zappelig. In meiner Arena In meiner Arena tritt zum Ende gegen die Arenaleiterin, mich an. Doch dafür liegt eine Reihe von Duellen gegen die anderen Trainer der Arena. Ich warte dann ganz hinten auf dich, Trainer. Enttäusche mich nicht. Ich enttäusche dich, weil ich gar nicht reinkomme. Ja. Da haben wir noch... Da waren wir auch nicht drin. Wer ist das hier? Wohnanlage Ewigenau. Namensbewertung. Oh, der Namensbewerter befindet sich right hier, oder was? Ah, hier ist viel los. Ah, ich bin der Gebäudewächter. Ich bin seit 24 Stunden am Tag Okay, schlechter Tag heute, aber was soll's. Hallo, hallo, hallo. Ich bin der Namensbewerter. Brauchen wir momentan nicht, danke. Entschuldigung, hast du den Pokémon namens Barmelin? Nein. Willst du gegen meinen Plaudergeil tauschen? Nein. Ja, wenn ich's hab, denke ich mal drüber nach. Okay, Mädel? Wenn ich noch dran denk, dann ist vielleicht gar nicht so ein schlechter Tausch. Und du? Nein, Alter, Silvana geht auf den ewigen Wald. Ich frage mich, was sie dort macht. Uiuiui, jetzt willst du nicht wissen. Die Attacke Aufbereitung wird während eines Kampfes verwendet. Aufbereitung erneut ein Item, nachdem es von einem Pokémon bereits eingesetzt wurde. Toll. Diese TM-Aufbereitung habe ich jetzt schon lange. Ich kann sie nicht richtig verwenden. Ich schenke sie dir. Hoffentlich kannst du damit mehr anfangen als ich. TM-67. Okay. Es geht noch eine Etage höher. Gucken wir uns mal um. Hier geht ja der Oh Mann, was haben die denn da für eine Sportart? Ich habe viele Bären gesammelt und tausche sie gegen Accessoires. Nächste halt Herzhofen. Dort nehme ich am Wettbewerb teil. Ich nicht.
Orden der Arena oder gewonnene Wettbewerbe. Es gibt offenbar verschiedene Möglichkeiten, ein Sieger zu sein. Und ich hoffe, du findest etwas, wobei du der strahlende Gewinner sein wirst. Das erinnert mich irgendwie gerade an eine Sache. Booms. Du kannst mich nicht fangen, ich habe Fallen aufgestellt. Doch, er hat dich gerade. So, jetzt du. Haha, ich hab dich erwischt, ich nehme jetzt deine Fahne. Ja. Das erinnert mich irgendwas an die, Grundschule, als wir mit einer Arbeit fertig waren. Und der Erste ist rausgegangen und draußen war ein großer Stein und der ist dann raus und ist stundenlang, oh naja gut, das ist stundenlang, eine Viertelstunde um den Stein gelaufen, bis ihn mal einer gefragt hat, was machst du eigentlich da? Ja, ich will jetzt den Weltrekord aufstellen, wie oft ich um diesen Stein herumlaufen kann. Mhm. Jo. Tja, der kam dann später aufs Gymnasium, das lasse ich auch mal so stehen. Das ist das Team Rocket Gebäude, wir holen deine Pokémon. Haben wir jetzt den Schneider, sag mal? Müssen wir da erst die Arena machen, ja? Ich verstehe. Ich verstehe. Ich will aber ein Teammitglied. Ich hole mir das jetzt mit euch. Waren wir da auch drin? Ich denke nicht. Kräuter mit Enzin ist erstaunlich wirkungsvoll, aber den Pokémon mögen sie nicht. Sie schmeckt bitter. Aha. Ja, ich benutze die auch nicht. Weil ich kann sie auch im Pokémon-Markt kaufen. Jemand sollte eine nicht bittere Kräutermedizin erfinden. Das wäre ein echter Durchbruch. So, dann damit haben wir die Stadt erkundet. Soweit, so gut. Hier waren wir auch schon im letzten Part oder davor, keine Ahnung. Angeblich ist das mega geniales Pokémon, das vor Ewigkeiten gesehen wurde. Ich werde es fangen, keine Angst. Früher oder später sind sie alle dran. Mein Gott, ziemlich groß hier. Hier haben wir noch ein Rocket. Hey Kenshin, bleib bloß weg von der Pokémon-Statue. Team Galactic führt hier eine offizielle Untersuchung durch. Okay. Ich schaffe es nicht, durch diese Tür zu gehen. Hey, hey, lauter alte Menschen. Ewigenau wurde zu Ehren eines Pokémon des Altertums erbaut. Vieles hat sich seitdem geändert, aber das Wichtigste blieb erhalten. Ich hoffe, das bleibt auch so. Nein. Hast du die Pokémon-Statue gesehen? Was ich im Kind war, sind im Mittelpunkt viele Feste und Feiern. Also wirklich, hier geht auch bei alles den Bach runter. Jemand hat das Schild von der Pokémon-Statue abgerissen. Diese Vandalen. Jetzt kann doch niemand mehr die Inschrift lesen. Wieso macht jemand so etwas nur? Hey, ich kann dir sagen, was auf dem Schild stand. Willst du es wissen? Ja. Die erste Inschrift lautete ungefähr so. Schöpfung von Dialga, Meister der Zeit. Im Lachen steckt Weinen und umgekehrt. Die gleiche Zeit fließt. Der Segen von Dialga. Tja, irgendwie habe ich ganz schön viel vergessen. Soll ich dir verraten, was die andere Inschrift... Na, Mann, beeil dich mal. Ja, hallo. Die zweite Inschrift lautete so. Oder so ähnlich. Geburt von Palkia, Schöpfer der Paralleldimension. Lebendig und doch nicht. Risse in Raum. Und im selben Universum zu. Der Segen von Palkia. Manche behaupten ja, es gäbe noch eine dritte Inschrift. Ich weiß nicht, was ich von der Theorie zu halten halte. Denk mal drüber nach. Ein drittes Pokémon an der Seite der beiden. Bla 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 bla. Mann, Leute. Ich wollte ein Pokémon fangen. Also gut, damit haben wir jetzt wirklich alles durch. Ich weiß, ihr mögt es ja auch nicht, wenn stundenlang nur gequatscht wird. Lebendige Vergangenheit. Wir können schon weitergehen. Das ist ja cool. Was gibt's denn hier für Pokémon? Ich will es mal wissen. Ich würde mich ganz kurz mal hier umschauen. Girafarig, zweite Generation. Level, die mir Angst einjagen könnten. Ich versuche es zu fangen, aber ich brauche meine Bälle noch für mein neues Teammitglied. Ja, wie gesagt, das wollen wir diesen Part fangen. Und es ist nicht Girafarig. Es ist eine Elementklasse, die wir noch nicht haben. Ja, ich weiß, so ein bisschen nicht so toll ist es nicht, dass wir zwei Kampf-Pokémon haben mit eben Jungklut bzw. Weiterentwicklung Logok und eben Ryulu bzw. Weiterentwicklung Lucario. Dürfte auch bald eintreffen. Entwickelt sich auch nur bei Tag. Was ich schon begrüße, ein simpler Pokéball muss reichen. Und ja, das dürfte auch bald der Fall sein. Es muss auch bald der Fall sein, was die Attacken angeht. Oh, Girafarig wehrt sich. Habe ich irgend so eine Giftpuder-Attacke oder Schlafpuder? Nee, habe ich nicht, gell. Ich habe auch nichts, was paralysieren kann. Ja, deswegen sollte ich mein neues Teammitglied holen. Das werden wir in diesem Part noch tun. Weil dann muss ich es dann wirklich halt frisch gefangen und doch ein bisschen offscreen trainieren. 1, 2, 3,
Viagira Farik wurde gefangen. Oh yeah. Höchste Zeit. Was haben wir denn da Schönes bei der Giraffe? Es kann sich in beide Richtungen verteidigen, da der Kopf auf seinem Schweif ein kleines Hirn besitzt. Wow. Ein kleines Hirn. Wow. Oh, wie süß, ein Hirnchen. Okay, ich will mich jetzt hier nicht so lange aufhalten. Hallo, Leute. Kadabra. Das wäre echt ein Pokémon. Hey, das wäre echt ein, das wäre eine Option hier. Das wäre wirklich was. Oh, dann haben wir schon so viele. Das muss ich mir mal überlegen. Das muss ich mir echt mal durch den Kopf gehen lassen, weil Psycho-Pokémon sind immer recht gut. Naja, wir haben ihn eh nicht gefangen. Aber die Option ist gar nicht so übel. Naja. Ach, das ist ein Trainerstrich für ein Item. Super. Klingt das nicht wie ein Ninja, der aus seinem Versteck zuschlägt? Zubat! Nein, nicht wirklich. Mal sehen, was für Pokémon du hast. Hat tatsächlich einen Zubat. Ja, Jack Ryan wird da nicht mehr lange durchhalten. Bis zum Abendgrauen. Oh. Aber ist ja nur Level 24, sehe ich gerade. Dafür, dass wir einfach so auf die nächste Route gegangen sind, ist es schon ordentlich. Für Smogon, wen können wir denn da einsetzen? Wollen wir Knackleon mal wieder ein bisschen trainieren? Warum eigentlich nicht? Ist ja auch wurscht. Aber Smogon sollte Schwebe haben. Wie auch immer, wir haben ja genug Optionen. Ninja-Junge Akira. Ich dachte zumindest. Ja, das ist eine Bodenattacke. Mal sehen. Sandgrab. Okay, der hat Schwebe. Na, mach halt. Ah, wenn wir jetzt Dings Steinhagel hätten. Aber das verwechsel ich mit Rizeros. Terminator. Das ist doch schon so lang her. In Anführungsstrichen. Okay, Finte. Irgendwie wirst du ihn schon kleinkriegen, auch wenn du vergiftet bist. Ich lasse dich leider leiden. Und der setzt einen Trank ein. Der helle Wahnsinn, Freunde, der helle Wahnsinn. Ja, wird eine lange Nacht, würde ich sagen. Können wir bald mal zur Tat schreiten? Ja, ich werde definitiv in diesem Part noch mein neues Teammitglied fangen. Das habe ich zumindest vor. Wir haben jetzt 13 Minuten etwa. Ja, aber ihr wisst ja, Pokémon Bloody Platin ist an sich immer ein bisschen länger. Warum? Die Erklärung gibt es jetzt auch direkt auf dem Fuße folgend. Ich habe einfach das Gefühl, wir können ja nicht pro Part zwei Trainer machen. Da sind wir in 100 Parts jetzt nicht bei der zweiten Arena, ja? Also, Leute. So. Achso, es war erst das zweite Pokémon. Jetzt haben wir noch einen. Den Jusk. Versuch halt, Jungklut sich mal an dem... Achso. Riolu soll sich doch entwickeln. Leute, hallo? Nur bei Tag und wir haben Tag. Egal. Jetzt hier halt nicht. Oder wir verletzen ihn und dann wechsle ich mal um die EP abzuchecken. Jungklut wird eh gleich Level 32 erreichen. Double Kick. Oh, sehr effektiv. Wahnsinn. Ja, sorry, Leute. Braucht mich nicht immer korrigieren in den Parts, es ist halt wie es ist. Klut wird sehr effektiv sein, denn ich denke, bin mir recht sicher, dass es sich hier um ein Käfer-Pokémon handelt. Sieht zumindest so aus. Ja. Gegen Effektives ist nichts zu sagen. Level 32, Ruckzuck-Hieb. Oh. Ruckzuck-Hieb ist dann doch ein bisschen schwach. Schauen wir mal. Doppelkick, Schnabel, Sandwirbel, Klut. Ich könnte höchstens mal gucken. Ruckzuck-Hieb hat eine Stärke von 40 und Schnabel hat eine Stärke von 35. Aber Schnabel ist eine Flugattacke. Deswegen werde ich Ruckzuck-Hieb nicht erlernen. Wir haben ein sehr gutes Moveset mit Jungklut. Und ja, weiß nicht, Ruckzuck-Hieb ist eigentlich eher eine Attacke für frühe Level. Deswegen wundert mich das ein bisschen. Ich will weg. Wer kommt und stört? Mogelbaum, sieh mal einer an. Tja, Chelkerine.
Ach, weißt du was? Flüchte. Chelkerine würde in jedem Fall besiegt werden, denke ich einfach mal. Also, was soll das? Wenn es auch nicht um jeden Preis besiegen und fangen, jetzt im Moment auch nicht. Irgendwann werden wir schon Mogelbaum einkassieren. Okay, Freunde der Nacht der modernen gepflegten Unterhaltung. Wir heilen unsere Pokémon jetzt live hier in diesem Pokémon-Part. Sensationelle 10 spielen sich hier ab. Aber ich bleibe dabei, ich will... Wen will ich fangen? Wen will ich fangen, hä? Es ist... Elekid. Ich will Elekid fangen. Ich werde ihn weiterentwickeln zu Electek. Auf Level 30 ist das der Fall. Und ich will... Elekid oder Electek. Ach nee, wir brauchen erst Zerschneider, sonst kommen wir hier nicht zurück. Achso, hier nicht. Sonst können wir den Wald nicht umgehen, oder was? Okay, dann machen wir halt doch erst die Arena. das ist ärgerlich. Und wir können ihn dann sogar entwickeln zu Elevoltek. Und die meisten werden jetzt sagen, der entwickelt sich doch nur per Tausch. Wie willst du das denn machen? Leute, bei Bloody Blatin ist alles anders. Bei Bloody Blatin entwickelt sich Electek auf Level 50 zu Elevoltek. Ist das nicht schön? Was für eine Arena war das? Käfer? Hey da, wie geht's dem zukünftigen Champ? Das habe ich vorhin schon zu einem jungen Mann gesagt, der hier vorbeiflitzte. Der Arenaleiterin Sylvana setzt bei ihren Kämpfen Pokémon vom Typ Pflanze ein. Ich verrate dir wohl nichts Neues, wenn ich sage, dass Pflanzen-Pokémon Feuer wirklich überhaupt nicht mögen. Flug-Pokémon setzen ihnen auch sehr zu. Oh, aber vielleicht soll ich dir zuerst etwas über die Arena erzählen. Die Leiterin kann zuerst zum Kampf bitten, wenn du die anderen Trainer besiegt hast. Ja, das ist eine ziemliche Aufgabe, aber der siehst du auch als Training. Los geht's! Ah, das war, glaube ich, die Arena sah in Diamant und Perl ganz anders aus als in Platin. Willkommen, legen wir gleich los. Ohne großes Drachen. Ja. Jetzt habe ich auch Chelkerine noch an erster Stelle. Das ist natürlich ärgerlich. Ublupf. Die Arena gehört Jungglut. Zweifelsohne. Oder wollen wir versuchen? Ich versuche jetzt erstmal Ublupf mit Chelkerine zu besiegen. Dann wechsle ich mal zu Riolu. Vielleicht kann der hier ein bisschen was anrichten. Ihr seht schon, Ublupf ist auch keine große Herausforderung. Meines Wissens, wenn mich nicht alles täuscht, einfach nur die Weiterentwicklung von HopfsprossUnd Hopfspross ist ja nicht besonders der Überkracher, nicht wahr? Okay, wir wechseln das Pokémon Lorblatt. Uiuiuiui. Das ist schon eine harte Nuss. Wie ist es denn um die Level bestellt? Ich probiere jetzt trotzdem Riolu aus, in Hoffnung, dass er nicht stirbt. Pflanze ist ja recht neutral auf Kampf, wenn mich nicht alles täuscht. Kraftwelle, Felsgrab. Müsste doch effektiv sein, oder? Täusche ich mich. Nein? Nicht? Oh Mann, zieht das wenig ab. Vielleicht ist der nächste Level ab die Entwicklung, also worauf warten wir noch? Kampf? Tja, ich setze mal Kraftwelle ein. Ich sag normal effektiv. So ist es auch. Zauberblatt. Kam mir immer vor wie ein schwächeres Rasierblatt. Uiuiui, hey Riolu. Ah, der muss sich wirklich weiterentwickeln für seine Werte, weil dann hat er viel bessere Verteidigung, viel bessere Angriff, alles. Und dann stirbt er auch nicht so schnell, weil jetzt ist er... komm, versuch's, Riolu. Aber wenn der jetzt ein Rasierblatt macht und vor allen Dingen bei Volltreffer, dann haben wir nichts mehr zu lachen, ne? Immerhin, wir starten zuerst. Was? Nicht effektiv. Also dieser Knosp ist in jedem Fall Pflanzegift. Lorblatt hat anscheinend kein Gift mehr. Felsgrab. Vielleicht war Gift das Effektive. Nein. Vielleicht merkwürdig das Ganze. Initiative sinkt, das freut mich sehr. Jetzt muss ich nur noch das hier überleben. Achtung. Jawohl. Felsgrab. Ich hätte auch auf Nummer sicher gehen können. Ruckzuckhieb, aber... Dann ist die Attacke vielleicht nicht stark genug. Auf jeden Fall, komm. Lass doch mal reichen da. Ich mach das jetzt wie folgt. Der Riolu kriegt trotzdem seine EP. Papunga. Pflanze, Flug. Ist es richtig? Jugendglut.
Jetzt brauchen wir mal keine Faxen hier. Sondern nehmen das Heft in die Hand. Wow, Schlafpuder. Okay, das nehme ich persönlich. Na gut, Jungklut wird schon noch überleben. Klut. Es wäre cool, wenn Jungklut bald mal Flammenwurf oder sowas lernt. Eine richtig, eine Feuerattacke, die rockt. Das wäre cool, weil wir sind auf Level 32, ne? Ich schaue jetzt imaginär auf meine nicht vorhandene Uhr, ja? Müsst ihr euch so vorstellen. Ich schaue auf mein Handgelenk. Wann lernen wir Flammenwurf? Ja, Kugel sagt natürlich auch eine Attacke, die gegen Feuer-Pokémon sowas von abgeht wie ein Zäpfchen, wie Bomben. Sensationell. Fünfmal getroffen, schön. Ja, du konntest mein Pokémon nicht mal aufwecken. So sehr hat sich's gelangweilt. Was hat er gemacht? Hat die Egelsamen gemacht, okay. Es hat sogar echt viel abgezogen. Jungklut, kannst du aufwachen bei Zeit, wenn du Zeit hast oder so? Das wäre total dufte. Diesmal wenigstens nur zwei Treffer. Ist aufgewacht, Klut, und jetzt rock mal die Bude. Ist doch nur Level 24. Naja, noch eine Klut und dann haben wir den fertig. Und vielleicht reichen die EP für Riolo. Wünschen, zu wünschen wäre es wirklich. Das wäre cool. Weil er hat ja schon im letzten Part, haben wir ja schon gesehen, dass seine Sympathie recht hoch war. Zwei Herzen, das bedeutet schon eigentlich, kann es in dem Bereich sein und er entwickelt sich nur bei Tag. Wir haben Tag. Und jetzt hat er sein Level up. Entwickelt er sich... Nein, er entwickelt sich nicht. Die Blume-Uhr in dieser Arena? Du kannst auf ihren Zeigern laufen. So gelangst du zum nächsten Trainer. Das klingt recht plausibel. Ist für meine Begriffe einfach nur eine Spielerei und kein wirkliches Rätsel. Hält es auch mal an oder muss ich das machen? Ich dachte schon eben. Okay. Ja, danke. Ich werde mal kurz meine Pokémon heilen. Oder wisst ihr was, Freunde? Ich mache hier Schluss. Wir sehen uns wieder im nächsten Part mit geheilten Pokémon an dieser Stelle. Und ja, Leute, bis dann und ciao.